Hallo, liebe Gemeinde der YouTube-Gucker. Willkommen zu Gunstlys Let's Play Episode Nummer 60. Ich freue mich heute ganz besonders darauf, euch durch die Welt von Minecraft zu führen. Ja. So zumindest würde ich mich anhören, wenn ich wie ein Priester klingen würde. Ich habe nämlich eigentlich ein paar Kommentare konnte ich lesen. Und da hatte einer geschrieben, ich würde das so ein bisschen die Ansage machen wie ein Priester. Finde ich recht witzig. Und habe mir gedacht, ich probiere es mal aus. Wie fandet ihr es? Naja. Da ich mir schon gedacht habe, dass ich heute nicht viel machen kann, wie ich das gestern schon angekündigt habe, so ist es auch gekommen. Ich habe eigentlich so überhaupt keine Zeit, eine Folge zu machen. Ich habe heute auch wirklich die allerletzte Folge gespielt. Also hier die Folge, die muss ich heute Nacht noch rendern, um die morgen überhaupt hochladen zu können. Und deswegen seht ihr jetzt im Endeffekt heute nichts allzu Interessantes. Ich werde euch ein paar Abbaumethoden zeigen hier. Und das war es dann auch schon fast. Hat einfach damit zu tun, mir fehlt halt eben die Zeit. Das habe ich ja gestern schon erklärt. Und ich wollte jetzt aber euch auch morgen nicht auf den Trockenen sitzen lassen. Deswegen halt heute diese kleine Grabe-Folge. Außerdem möchte ich mit euch noch über Kommentare reden, wie immer, aber jetzt sind sie noch relativ frisch, weil sie natürlich alle von, alle jetzt so, ja, frisch sind halt. So, wenn man jetzt hier gräbt, sollte man zwischendurch mal runterfliegen, weil man mal immer wieder ein Itemball verliert und die Kristalle hier. Und was ist das da? Ach, das ist eine Kiste gewesen, ja. Und so sollte man immer mal wieder hier reinfliegen und das Ganze abgrasen, weil es ist jetzt auch zu schade für das Zeug. So, prinzipiell bewegen wir uns natürlich hier... Oh, Moment. Bewegen wir uns natürlich hier, disconnected. Ich musste kurz TeamSpeak ausmachen, das hatte ich noch drin. Dann, nicht, dass wir gleich gestört werden. Also wir bewegen uns eigentlich immer hier so schön parallel, so tief wie möglich. Und das eben immer Stückchen für Stückchen. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Ich denke mal, da wäre jeder, der einen IQ von mindestens 178 hat, selber drauf gekommen. Wichtig ist halt eben immer die Frage, was macht man mit dem, mit der Lava unten? Nun ja, Creeper reinschubsen ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Ein Creeper weniger auf der Welt. Aber wenn man keine Creeper zur Verfügung hat, sollte man sich auch hier ab und an mal nach unten bewegen, um mal zu gucken, wie es so läuft. Und da Abbauen kein großes Problem darstellt für uns. Also wir haben ja im Endeffekt die Mittel zu graben wie ein Weltmeister. Sollte man auch tunlichst ja, nicht allzu viel Hehl darum machen und da groß Zinnober. Ich persönlich mache das jetzt hier so. Ich habe ja letztes Mal hier dieses Ding gecraftet. Der heißt Vulcanate Emblem. Blablabla. Ja. So, den und hier, den kennt ihr ja. Das ist unser guter alter Freund, das Miracle Eye. Das schalte ich jetzt einfach mal auf volle Power. Gehe mal dahin, wo meine Lava ist. Und dann gehe ich einmal auf Tauchkurs. Und tauchen, tauchen, tauchen. Dann suche ich mir die tiefste mögliche Stelle raus. Das glaube ich hier. Und natürlich auf den Extension Modus. Ach Quatsch, nicht auf den Extension Modus. Creation Modus. So. Da habe ich jetzt hier schön gemütlich, kann ich jetzt hier zack, zack, zack die einzelnen Lava-Spotties so ein bisschen verschwinden lassen.
So macht man das übrigens auch mit Wasser. Wenn ihr also irgendwo einen See trocken legen wollt, ist das hier eigentlich immer eine ganz willkommene Möglichkeit. Auch hier diese hohen Spots, einmal getaucht und einmal hochgezogen das Ganze, und schon hat man hier diese Spots relativ bequem. Ausgemerzt. So, hier noch ein bisschen rum. Und dann hat man natürlich wieder übermäßig viel Stein. Dafür stelle ich das Ganze jetzt ein bisschen runter. Ich möchte nicht hinten in den Berg reinschießen. Und ich hau hier einfach ordentlich wieder was weg. Und gucke, ob mein Lava-Entfernungsprogramm funktioniert hat. So. Sehe, jippa! Keine Lava mehr. So, ich habe jetzt natürlich auch gesagt, ich kümmere mich um meine Abonnenten und erzähle auch ein bisschen was, ja, wie soll ich sagen? Also, geh auf ein paar Kommentare ein. Das möchte ich natürlich auch machen. Und zwar wurde als Kommentar gesagt, ja, ich soll doch bitte, ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal wieder gelesen. Ich soll doch bitte meine Jar hochladen oder ein Tutorial machen. Oder jetzt wurde auch gesagt, ein Modpack. Also ein Modpack kann ich überhaupt nicht machen, weil ich noch nicht mal mehr ansatzweise wüsste, wie das funktioniert. Aber wie ich das schon etliche Male gesagt habe, es wird ein Tutorial geben, sobald ich Zeit habe. Wenn ich irgendwann mal wieder mehr Zeit habe, etwas zu machen als das Minimum vom Minimum, werde ich mich da auch wieder dran geben. Aber momentan bin ich halt eben wirklich froh, dass ich überhaupt das Minimum schaffe. So. Nun zu etwas Unerfreulichem, und zwar hier zu meinem Obsidian. Das funktioniert hiermit nicht, das kriege ich nicht kaputt. Das heißt, wir könnten auch hier zwar Wasser drüber kippen, aber dann würde ja Obsidian entstehen und Obsidian geht hiermit nicht kaputt. So. Dafür gibt es aber eine ganz simple Lösung, die auch wieder hier mit unserem tollen Merkle-Ei zu tun hat. Und zwar mit dem Transmutation-Modus. Nämlich damit kann ich Obsidian zu Stein machen und Stein kann ich einfach wegschießen. Das heißt, auch mit Wassereimern und diesem süßen kleinen Ding können wir wunderbar arbeiten. Das ist auf jeden Fall eine Meldung, die ist es doch wert. Vor allen Dingen ist es Wissen, was einem eine ganze Menge Scheiße ersparen kann. Wenn man nämlich weiß, wie man so manches vermeiden kann und wie man bei manchen Sachen anständig arbeiten kann. So. Frage wurde gestellt, ob ich diese Monsterfalle auch oberirdisch mache. Ja, ich habe vor, sichtbare Teile dieser Monsterfalle oberirdisch zu machen. Weil das geht ja jetzt eigentlich relativ einfach, schnell, zügig und easy. Wie das auch festgestellt wurde mit Äquivalent Exchange. Das ist ja, ich nenne sie ja die Übermod. Und dementsprechend werde ich das natürlich auch benutzen. Nur hat jemand anderes jetzt gesagt, ja, ich würde ja gar nicht das Potenzial der einzelnen Sachen bei Äquivalent Exchange ausnützen. Das stimmt, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich davon ungefähr 30 Tutorial-Videos gesehen habe. Und dementsprechend gebildet bin, was diese Mod angeht und was diese Mod kann. Aber wie ich schon öfters gesagt habe, ist mir die Mod eigentlich an manchen Stellen einfach zu übermächtig.
Ich zeige zwar, wie ich es benutze und benutze auch einige Sachen, die ich jetzt nicht benutzen wollte. Wie zum Beispiel hier diesen Vulkanet-Dingens wollte ich eigentlich gar nicht benutzen, weil es mir persönlich eigentlich viel zu OP ist, dass ich in Lava baden kann, als ob es Wasser wäre. Oh, ich stelle gerade fest, wir haben gerade einen ganzen Kleinstar versemmelt. Versemmelbröselt und es wird auch Nacht. So, das heißt, wir gehen jetzt ganz, ganz schnell nach Hause. Stiefelchen, Stiefelchen. Und laden mal wieder auf. Da wusste ich ja gar nicht mehr, wie viel Saft und Kraft das braucht, hier zu graben. Aber na gut, okay. Hoppala. So. Einmal nach unten bitte. Jups. Ein bisschen Brot hinter die Kieme gehauen. Ach, da tue ich einfach mal anstelle von dem Stein. So. Und dann gucken wir mal. So, wie man sieht, finde ich hier schon fleißig meine Sortierkiste am Befüllen. So, und jetzt muss ich kurz gucken. Hier muss ich wieder dich reintun. So, und einmal meine braune Tasche. Aidewitzka, Herr Kapitän, das nenne ich doch mal Ressourcen, ey. Da kann ich ja mir eine ganze Insel von kaufen. Brennen werde ich die jetzt aber heute nicht, weil, ehrlich gesagt, ja, wie soll ich sagen, dass mir zu sehr an den Strom geht und ich deswegen eigentlich heute nicht vorhabe zu brennen. Strom werden wir auch noch upgraden und ja, ich habe tatsächlich, wie einer auch wieder mal gefragt hat, vor, einen Atomreaktor zu bauen. Aber jetzt kommt wieder mal ein Aber, nicht unbedingt nicht unbedingt direkt. Das hat auch wieder einen ganz blöden, also ich finde jetzt eigentlich einen relativ blöden Grund. Und zwar ist das Ding ein Haufen Arbeit und ich will den auf keinen Fall laufen lassen, ohne ihn zu beobachten, weil da kann so viel schief gehen und das würde richtig dolle viel kaputt machen, so wie ich das vorhabe, dass ich damit warte, bis ja, bis ich da ein bisschen mehr Erfahrung mitgesammelt habe, wobei ich wieder bei der Zeit bin, weil natürlich Erfahrung man nur etwas sammeln kann, wenn man sich damit beschäftigt und dafür braucht man Zeit. So, da schmeißen wir mal hier ein bisschen was rein. Und zwar hole ich mir jetzt hier meinen Kleinstar 3. Da hole ich mir jetzt mal 2, 3, 4 Stück von. So, und pack die mal hier alle zusammen und mach mir da draus einen Kleinstar 4. Weil dann habe ich ein bisschen mehr Energie dabei. So. Ein bisschen mehr ist gut. Also ich glaube, der hat 4-mal so viel Energievorrat. Da kann ich glaube ich sogar noch 1 bis 2 Dark Red Matter mit aufsaugen. Au, 2 dicke, ey. Das Ding hat richtig Power. So, okay. Ja, wie gesagt, das ist ja nur eine Filler. Eine Fehlerfolge kann man sagen. Morgen Abend kann ich mich dann nämlich dran setzen und ein bisschen mehr aufnehmen und vielleicht auch ein bisschen mehr vorbereiten, weil da are Monsters nearby you. Oh, leck mich doch. Wo sind sie denn? Ach scheiße, meine Waffe ist ja gar nicht mehr verzaubert. Stimmt. Ja. Wie gesagt, das ist halt eben alles ziemlich in der Mache. Außerdem habe ich von einem gesagt bekommen, das ist aber jetzt schon länger her, der hat mich heute nur noch mal drauf hingewiesen,
Ich soll hinten ein Aufzugssystem machen, aber glaube ich mit einer speziellen Mod bei meinem Magierturm. Da habe ich auch Pläne, aber die Zeit, das ist so eine Sache. Da werde ich mich auch mit beschäftigen, aber alles zu seiner Zeit. Wir haben so viele Projekte am Start und da möchte ich nicht unbedingt noch mehr dazu machen. Also eigentlich war mir hier diese Monsterfalle jetzt schon ein bisschen zu früh angefangen. Ich wollte erst andere Sachen beenden. Aber ich habe mir gesagt, komm, scheiß der... Ach so, ja. Eine Sache noch, man sollte niemals auf diese Kante schlagen. Dann passiert nämlich das, was mir jetzt passiert ist. Passiert mir aber laufend, da muss man dann halt eben durch und muss Reparaturen durchführen zwischendrin mal. So. Auf jeden Fall werde ich da auch noch ein Aufzugssystem einbauen in irgendeiner Art und Weise. Wie, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Ich habe aber, glaube ich, vor, da einen Pistenaufzug zu installieren im Laufe der Zeit. Aber wie gesagt, Laufe der Zeit heißt nicht heute oder morgen, sondern das dauert noch ein bisschen. Erst möchte ich noch ein paar andere Sachen weitermachen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, weitermachen, weil fertig werde ich mit, wird noch, ist ein weiter Begriff bei so großen, schwerfälligen Projekten, wie zum Beispiel dem Dinosaurierpark oder auch hier der Stadt. Das würde zwar, würde auch wesentlich schneller vorangehen, wenn ich mehr Zeit hätte. Muss ich auch gestehen, weil vieles, was Stadtmauer betrifft und halt eben auch unser ja, zukünftiges Zuhause, möchte ich mal sagen, sind Offline-Arbeiten, die entsprechend offline gemacht werden können von mir. Auch hier das Ausheben dieser Monsterfalle ist eigentlich für mich persönlich eine Offline-Arbeit. Ich habe jetzt nur, wie gesagt, heute als Notlösung arbeite ich jetzt hier dran. So, Wasser. Hier habe ich jetzt Wasser gefunden. Das liegt relativ hoch und sollte man auch ziemlich direkt unterbinden, möchte ich mal sagen, weil so ein Wasserspot hier mitten in der luftiger Höhe muss man nicht unbedingt und nicht wirklich haben. Lavaspots sind da was anderes, die sind meistens so sehr, sehr weit unten drunter, aber wenn ich einen Lavaspot finde, der so hoch ist, normalerweise wäre das da auch so ein Kandidat gewesen. Dann versuche ich das direkt zu beheben, einfach um nicht nachher diese monstermäßigen Türme hochbauen zu müssen und wieder abzureißen. Da kann man sich immer ein kleines bisschen Arbeit sparen. So. Ach so, ich glaube, der hört immer die gesamten Let's Plays. Heute habe ich ein ganz, ganz tolles Kompliment bekommen, muss ich jetzt nochmal hervorheben. Und zwar hat jemand seinen niegelnagelneuen frischen YouTube-Account nach mir benannt. Finde ich sehr süß. Was heißt süß, ist der falsche Ausdruck. Also finde ich eigentlich toll, weil das mir zeigt, dass der den Kanal eigentlich nur gemacht hat, um mich hier zu unterstützen. Ich denke mal, er hat immer offline geguckt und wird dann jetzt wohl sich extra den Kanal gemacht haben, um hier mich zu unterstützen. Finde ich schön, finde ich klasse. Zeigt mir, dass ich Leute erreiche und dass die sich auch mit mir identifizieren. Und mit meiner, ich sage jetzt einfach mal, mit meiner Arbeit, ist zwar übertrieben, das hier als Arbeit zu bezeichnen, aber es ist schon gut zu wissen, dass da jemand, beziehungsweise welche sind, die das wirklich zu schätzen wissen. Nicht, dass andere User das nicht zu schätzen wüssten. Ja, wissen das natürlich auch zu schätzen. Und ich bin auch froh über jeden Einzelnen, der im Endeffekt mithilft und immer kommentiert und die Videos guckt und uns abonniert hat und alles. Also ich bin wirklich, meine gesamte Community ist wirklich durch die Bank weg einfach nur spitze. Also ich bin wirklich
wenn ich da lese und sehe, was da bei manchen so an Community rumfliegt, also da bin ich wirklich, kann ich mich von schreiben, dass ich so tolle Leute dabei habe, die immer machen und tun, dass das alles halt eben einfach beim angenehmen Rahmen ist und nicht so nicht flamen, und ich habe auch keine Hater und solche Sachen. Also da bin ich wirklich richtig froh drum. Und da möchte ich auch nochmal Danke sagen. Ich hätte jetzt eigentlich, wenn ich nicht so viel Ärger hätte, hier mit Folge 60 vielleicht auch eine kleine Dankesfolge gemacht. Aber seht einfach hier meine Begrüßung als kleines improvisiertes Dankeschön. Ist zwar ein bisschen blöd, aber jetzt von mir, aber was Besseres konnte ich halt eben einfach nicht auf die kurze Zeit organisieren. Außerdem haben wir ein kleines Jubiläum. Und zwar waren wir da ganz fleißig am Anwerben und wir haben die 555 YouTuber voll. Also die uns abonniert haben. Und jetzt muss ich schimpfen. Ich habe doch in der letzten Folge gesagt, ich habe mit dem Highdriver eine Wette laufen. Nee, nee, nee. Aufhören, Leute anzuwerben. Wir dürfen nicht die 600 knacken, bis der wieder aus seinem Urlaub wieder da ist. Sonst verliere ich meine Wette. Also wirklich, Leute. Habe ich doch extra gesagt. Deswegen. Jetzt warten mit dem Anwerben neuer Leute hier für meinen Kanal. Und zwar schön gemütlich warten, bis die Highdriver wieder da ist in 2 Wochen. Und dann dürft ihr euch frohen Mutes draufstürzen, dürft so viele Leute anwerben, wie ihr wollt. Aber ich möchte natürlich nicht meine Wette verlieren. Ne? Alle verstanden? Ja. Auch du da hinten in der letzten Reihe? Ja. Genau, du hast auch verstanden. Wunderbar. Also jetzt erstmal aufhören mit den Abonnements und warten, bis der Highdriver wieder da ist. Und dann könnt ihr loslegen und so viele Leute anwerben, wie ihr wollt. Apropos Anwerbungen. So, mit den Anwerbungen ist das so eine Sache, also auch mit den Abonnenten und so weiter. Wir freuen uns über jeden einzelnen Abonnenten, das wisst ihr ja inzwischen, das ist ja kein Geheimnis. Einige haben gefragt, warum wir keine YouTube-Partner sind. Da möchte ich auch mal ein kleines Statement zu abgeben, da habe ich ja jetzt Zeit. Ihr hört mir ja sowieso aufmerksam zu und schaltet nicht ab. Wir sind kein YouTube-Partner, weil sich das für uns nicht rechnet. Man darf nicht sagen, wie viel man auf YouTube verdient, wie viel man verdienen würde. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, für uns persönlich haben wir uns gesagt, nein, wir haben da ein bisschen recherchiert und haben gesagt, nein, für uns lohnt sich das erstmal nicht. Weil das bei uns natürlich auch noch so eine Sache ist, da wir ein Geschäft im Endeffekt besitzen. Und da ist halt eben immer mit Steuern und so weiter und so fort immer ein bisschen komplizierter. Und bevor man sich da groß den Ambrasch und den Ärger macht, jetzt lassen wir das erstmal mit dem YouTube, also mit dem Partner werden bei YouTube aus. Obwohl wir das, glaube ich, schon seit über einem Jahr hätten werden können. Sagen wir uns einfach, wir warten da lieber, bis sich es wirklich rechnet, weil wir ja auch weitestgehend diese Sachen durch 3 teilen wollen, also zumindest größtenteils, und dementsprechend haben wir gesagt, das müssen wir uns jetzt erstmal nicht antun. Aber, und jetzt kommt natürlich wieder das Aber, wir haben natürlich darüber nachgedacht und haben auch darüber geredet, wann denn der Zeitpunkt wäre, so etwas anzugehen. Und wir haben uns selber gesagt, okay, wenn wir 1000 Abonnenten haben sollten, ich persönlich bin der Überzeugung, das dauert mit Sicherheit noch ein Jahr oder vielleicht noch ein halbes Jahr, bis das soweit ist, wenn wir das überhaupt schaffen mit unseren Videos. Dann gucken wir mal und werden uns langsam damit beschäftigen. Das ist nur schon mal so eine kleine Vorwarnung.
Also wenn wir die 1000 erreichen, wird voraussichtlich auch bei uns dann vor den Videos Werbung laufen, als weil wir dann YouTube-Partner geworden sind. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir dann sagen, ja, da verdienen wir jetzt die dicke Kohle mit und brauchen nie wieder was zu arbeiten. Ne, so ist es nicht. Das ist nur halt eben so ein kleines, ja, man kann sagen, ein wirklich winzig kleines Zubrot, was man dabei verdient. Wenn man nicht gerade einer der großen YouTuber ist. Da gibt es ja einige, die sind wirklich so, naja, ich will mal sagen, gigantomanisch groß, dass die wirklich ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Aber ich kann euch versichern, mit 1000 ist das noch nicht der Fall. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, man tut sich viel, viel Mühe damit, das hier so zu machen, wie man sich das denkt. Und man steckt ja auch viel, viel Zeit und Arbeit mit rein. Und da finde ich schon, dass man das auch verdient hat. Ich rede jetzt nicht unbedingt von uns, aber so generell. Also ich habe da viele Videos schon drüber gesehen, wo YouTuber einfach mal Tacheles reden und dann als Geldgeil beschimpft werden und ja, also sie würden ihre Fans verraten und was nicht alles für ein Quatsch. Man muss einfach mal so sehen, für die ist das meistens so wirklich als minimales Zubrot gedacht und die wollen da keinem irgendwie wollen da keine, sind keine geldgeilen Proleten, sondern sind halt eben wirklich, es ist halt eben so ein kleines bisschen Aufwandsentschädigung, will man mal sagen. Wenn man arbeiten geht, wird man ja schließlich auch bezahlt. Und dementsprechend, hier steckt ja wirklich viel Arbeit drin. Da ist es ja auch nicht falsch, da auch ein kleines bisschen wenigstens Geld bei rumzukommen, also dass da ein bisschen Geld bei rumkommt, weil, Moment, wo hab ich denn jetzt hier angemacht? Ach Quatsch, ich hab den Master aus. Das und das geht aus, Hauptsortierung. So, Schmelze ist an, das ist an. Ja, so. Das ist halt eben wirklich so eine Sache. So, machen wir mal die Nebensortierung aus. Und wir sehen, die sind total überfordert. Aber das war auch, ja, wenn ich mal Sound mal wieder stellen, so. Das war aber auch jetzt daran gelegen, dass ich hier hinten die Wassermühle und so weiter nicht laufen hatte. Und dementsprechend gar kein Strom da war, da sein konnte, sagen wir mal. Weil die Wassermühle komplett ausgeschaltet war und hier vorne halt eben immer Strom abgezweigt wird. So, ich werde mich jetzt noch ein kleines bisschen hier beschäftigen, die Kisten ein bisschen leeren und so weiter und so fort. Ein bisschen Ordnung schaffen und wir sehen uns dann morgen wieder. Wie gesagt, morgen Abend habe ich ein bisschen mehr Zeit, dann werden wir auch was anderes machen, außer hinten Loch ausheben und so weiter und so fort. Ich denke mir was Schönes aus und hoffe, dass man sich, ja, dann morgen wieder in alter Frische begrüßen kann. Ach, die Nebensortierung ist immer noch an. Hauptsortierung, Nebensortierung aus. So, dann noch viel Spaß bei allem, was ihr macht. Bis morgen dann. Tschüss.